Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von TESO, also The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Und zwar ist das die große Fessel. Hier unten befinden wir uns jetzt gerade. Und wir haben die Aufgabe mit Vanus erstmal unterbrochen. Damit möchten wir jetzt aber heute weitermachen. Die Zeit ist reif. Die große Fessel muss zerstört werden. Wie kann ich euch helfen? Bleibt dicht bei mir und folgt meinen Anweisungen. Das Ausschalten der großen Fessel, des Hauptleiters der Ebenenverschmelzung, erfordert Präzision und den behutsamen Einsatz destruktiver Zauber. Wie es der Zufall will, bin ich ein Meister der destruktiven Zauberei. Ziehen wir los und vernichten wir die große Fessel. Das wird nicht leicht werden. Wollt ihr mich noch etwas fragen, bevor wir aufbrechen? Gibt es einen Plan, den ihr mit mir teilen wollt? Sie wollten meine Energie missbrauchen, um die Fessel zu betreiben. Das verrät mir, dass die Fessel irgendeine Form von Energie benutzt. Und den Fluss dieser Energie zu stören, könnte der Schlüssel zur Vernichtung der großen Fessel sein. Ich werde mehr wissen, sobald wir drin sind. Dann lasst uns loslegen. Schon irgendwie so ein bisschen eklig. Auch die Geräusche, wenn man hier so drüber geht. So, hier können wir dann auch direkt nochmal was einsammeln. Was wir natürlich gerne machen. Wobei, achso, das war das Gleiche. Wobei das natürlich ein bisschen relativ ist. Ich glaube, da passiert noch was. Aber wo ist Vanus jetzt? Vanus? Vanus, wo bist du? Wie lange brauchst du noch? Dein Ernst jetzt? Alter Mann, jetzt kommst du mal ein bisschen schneller hier. Da läuft man extra schon mal vor, damit man schon Während mal früher was triggert. Die dunklen Anker nur Teile von Nirn nach Kalthafen ziehen konnten, ist die große Fessel mächtig genug, unsere gesamte Welt zu stehlen. Aber er will nicht. Ein Sperrzauber auf der Tür? Wie einfallslos. Gebt mir einen Augenblick und ich werde uns den Weg freimachen. Ich bin wohl schwächer, als ich dachte. Das hat mir eine Menge abverlangt. Wenn wir erstmal drin sind, übernehmt ihr die Führung. Okay, dann kann ich wenigstens vorlaufen. So, die Sachen nehmen wir natürlich auch eben mit. Wie ihr seht, da kann man auch nochmal gute Sachen bekommen, Entwürfe bekommen und so weiter. Ich muss meine Kraft für die Fessel aufsparen. Also überlasse ich das Metzeln und Abschlachten euch. Mhm. So kann man es natürlich auch ausdrücken. Lasst euch nicht zu lange Zeit mit diesen Raufbolden. Wir müssen uns beeilen. Entschuldigung, dass ich erstmal einen Weg frei machen muss. Die Fessel versorgt. So viel zu tun. Passt auf, die wollen euch umzingeln. Nee, die wollen mich nicht umzingeln. Oh nein, Vanus ist geschlagen. So, will noch jemand mitkommen oder kann ich schon durch? Natürlich will noch jemand mitkommen. Jetzt rennen sie weg. Okay. Hallo? Erstaunlich. Das könnte sein, wonach wir suchen. Sehr interessant. Das Ding scheint dem Käfig ähnlich zu sein, in dem ich in der schwarzen Schmiede gefangen war. Schaut euch dieses Podest genauer an und sagt mir, was ihr davon haltet. Nein, was habt ihr getan? Oh, Moment. Ihr habt den Energiefluss umgekehrt. Mhm. Gut gemacht. Jetzt geht nach oben und findet die anderen Leitungen. Na gut. Machen wir. So, einmal hier durch. Ich könnte hier drin ein wenig Hilfe gebrauchen. Ah ja, hier kommt das.
nicht durchlaufen. Ich kann nur sagen, wer Resident Evil mal gesehen hat, weiß warum. Niemals durch heißen Rauch durchlaufen. So, Moment. Hallo? Erstmal links rum. Befreit ihr mich bitte aus diesem Käfig? Machen wir. Wo ist er denn? Da. Hi. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen und ich werde euch das nie vergessen. Eines Tages werde ich mich revanchieren. Verlasst euch darauf. Ich dachte, ich würde für immer in dem Käfig verrotten. Ich bin mit Vanus Galerion hier, um die große Fessel zu vernichten. Was für eine ausgezeichnete Idee! Ihr könnt auf meine Hilfe zählen. Ich werde Vanus suchen gehen und mich auf die Schlacht vorbereiten. Macht das bitte. Je mehr, desto besser. So. Hier kann man übrigens schön warten, bis der dann wieder weg ist, weil er sieht einen dann nicht mehr. Das nur so als kleinen Tipp am Rande. Mit dem zweiten hier genau das gleiche. Ihr da, dort drüben. Wärt ihr wohl so freundlich, diesen Käfig zu öffnen? Ja, das Blocken hat ja super geholfen. So, er war das. Wieso habt ihr euch alle einsperren lassen? Ich danke euch. Jemand muss dafür zahlen, dass ich in diesem Dunghaufen eingesperrt wurde. Vanus Galerion und ich sind hier, um die große Fessel zu vernichten. Und ich muss dringend jemandem den Schädel einschlagen. Also werde ich euch bei eurer Mission helfen. Ich werde Vanus suchen gehen und mich für die Schlacht wappnen. Jawohl. So, wir laufen. Ich wollte gerade sagen, wir laufen wahrscheinlich jetzt voll rein. Ich meine, grundsätzlich sieht ihr euch nicht, wenn ihr hier hinter dem Strich seid, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ihr könnt natürlich auch einfach reinrennen und ihn kaputt machen. Das ist, also er ist jetzt auch nicht schwer. Nur ich weiß nicht, wann ihr nach hier kommt oder ob ihr vielleicht noch ganz klein dann seid vom Level her und vielleicht noch nicht so die Kraft habt dafür. Mag ja alles sein. Den hätte ich wahrscheinlich sogar mit... Ach nee, hätte ich nicht machen können, weil wir den noch nicht geholt haben. Haha. Ich wollte schon die ganze Zeit mit euch die dunkle Bruderschaft machen, aber ich möchte es gerne alles nach der Reihenfolge machen. Das ist das Blöde. Dementsprechend werde ich die Bruderschaft erst machen, wenn wir an der Goldküste sind. So, wir müssen darum... Und jetzt bin ich gerade überlegen, wo wir jetzt hin müssen. Die Treppen hoch, glaube ich. Oh, sehr schön. Die Bestrebungen haben wir dann auch damit abgeschlossen. Und schon wieder etwas Neues zum Ausbuddeln bekommen. Sehr schön. So, für alle, die es jetzt vergessen haben, so wie ich jetzt gerade auch mehr oder weniger, wir mussten eigentlich nach oben, um die anderen Dinger hier zu, ja, umzuleiten, glaube ich. Ich finde es übrigens super, dass hier fast keiner ist. Da kann man das mal schön so alleine durchspielen. Normalerweise laufen hier natürlich auch Leute rum, die dann auch stellenweise eure Gegner schon mal platt gemacht haben. Also nicht wundern. So. Irgendwann werden wir auch mal auf eine Quest treffen, die jedes Mal, wenn ich sie gemacht habe, verbuggt war. Wenn ihr sie seht, werdet ihr wissen, welche das ist.
Leider. Weil sie dann garantiert wieder verbuggt ist. Links war jetzt auch noch was, aber egal. Mal. Oh. Guten Tag. Eigentlich kann man da drüber springen und der merkt das nicht. Aber wenn man natürlich so schlau wie ich jetzt hier runter rutscht, dann natürlich nicht. So, ich meinte eigentlich, hier wäre noch irgendwo was zu lesen gewesen, aber anscheinend nicht. Ach so, die sind gut. Natürlich sind die gut, weil ja auch Catwill unter anderem dabei war. Ich habe es aber leider erst gesehen, als ich Lass durch die Tür gelaufen bin. Die große Fessel zerstört sich nicht von selbst. Wisst ihr? Ja, und da kommen sie alle mit. Nehmt das, üble Fessel. Wir werden euch ordentlich eins verpassen. Genau. Gebt mir Deckung, während ich diesen extrem mächtigen und absolut beeindruckenden Zauber wirke. Was sich gar nicht extrem eingebildet und absolut übertrieben anhört. Haltet sie mir vorm Leib. Ich muss mich konzentrieren und die kleinste Ablenkung kann eine Katastrophe auslösen. Achso, doch nur von der Seite. Also im Prinzip passiert hier nicht viel. Da hinten kommen welche raus. Da vorne kommen welche raus und hin und wieder kommen mal ein paar stärkere Gegner raus. Die müsst ihr dann natürlich auch platt machen. Aber in der Regel, ich meine, ihr könnt theoretisch auch rumlaufen und hier die drei Jungs machen lassen. Ich habe jetzt bewusst drei Jungs gesagt, beziehungsweise, ja, ein Mädel ist dabei. Doch, das ist eine Frau noch. Weil ihr natürlich nicht unbedingt einen Begleiter habt. Sich bei dieser Mission alles selber machen? Ja, Vanus, wie er leibt und lebt. Hallo, wieso? Hocken solltet ihr nicht? Warum geht die einfach runter? Ich meine, gleich ist es dann noch so, dass wirklich rechts und links gleichzeitig kommen. Ja, das ist noch einzeln. Und die Phase ist jetzt quasi vorbei. Es muss beeindruckend sein, einen Meister wie mich bei der Arbeit zu beobachten. Naja, nicht wirklich Vanus, aber... Was soll man sagen? Hallo, du sollst ihn looten. Mehr sollst du nicht machen. Hallo? Geht doch. Macht Vanus überhaupt irgendetwas oder tut er nur so, als ob er da irgendetwas schließt? Ich brauche mehr Zeit. Lasst diese Kreaturen nicht an euch vorbei. Die kommen ja noch nicht mal zu uns hin. Wie sollen die denn an uns vorbei? Leute, kommt raus. Kommt raus, wir wollen euch platt machen.
Na? Ich habe es geschafft. Die große Fessel ist zerschmettert. Die Bedrohung durch die Ebenenverschmelzung ist überwunden. Toll, und wenn ihr euch erstmal um den Ebenenstrudel gekümmert habt, ist alles in Butter. Wie? Sprecht man? Was für ein Ebenenstrudel? Die Fessel hat einen Ebenenstrudel gebildet, wie eine Art Strohhalm aus dem Reich des Vergessens, der Nirn nach Kalthafen saugt. Beeindruckend, dass ich das bereits alles wusste. Es reicht. Wir können das später in der leeren Stadt ausdiskutieren. Ich werde ein Portal öffnen, bevor der ganze Ort über uns zusammenstürzt. Und die links neben mir ist schon am Verzweifeln. So, ich würde sagen, dass wir erstmal mit ihm sprechen. Wir haben heute große Dinge erreicht, meine treue Freundin. Wurde die große Fessel vernichtet? Gab es daran jemals einen Zweifel? Mit euren Fähigkeiten und meinem formidablen magischen Können war die Vernichtung der Fessel doch unausweichlich. Aber wir sind noch nicht fertig. Cadwell behauptet, wir hätten noch mehr Arbeit vor uns, wenn wir Nirn wirklich retten wollen. Ja, und wir haben einen Fertigkeitspunkt erhalten und einen Flammenstab. Galerions Ersatzstab. Lumpen des Gefangenen. Ich würde gern diese verlorene Stadt erkunden, aber anscheinend haben wir immer noch viel zu tun. Dieser Ebenenstrudel, den Cadwell beschreibt, macht mir große Sorgen. Lasst uns hineingehen und einen neuen Plan ersinnen, um mit dieser Gefahr fertig zu werden. Was haltet ihr von der derzeitigen Lage? Wenn das, was Cadwell sagt, wahr ist, dann ist unser Auftrag hier noch nicht erfüllt. Und ich bin sicher, dass wir an der Fessel die Aufmerksamkeit des dädrischen Fürsten erregt haben. Er wird nicht glücklich über das sein, was wir mit seinen Spielzeugen angestellt haben. Das heißt, dass wir ihn angreifen müssen, bevor er uns angreift. Was schlagt ihr vor? Ich muss mich mit meinen Kollegen von der Magiergilde besprechen. Wir müssen sämtliche Informationen über diesen Ebenenstrudel bündeln, die wir bekommen können. Ich hasse blindes Vorgehen. Kann ich irgendwie behilflich sein? Lass die Magier drinnen wissen, dass ich mich bald zu ihnen gesellen werde. Ich muss aber erst noch mein Gespräch mit Cadwell und der Stadtwahrerin beenden. Ich weiß nicht, wie es mit euch steht, aber ich empfinde sie beide als etwas absonderlich. Eigentlich nur Cadwell. Ach so, wir hätten vorher mit ihr sprechen müssen, so wie es aussieht. Können wir sie noch kurz ansprechen? Da Vanos und die Magiergilde euch helfen, habt ihr einen großen Vorteil in diesem Kampf. Unterschätzt die Kraft von Vanos Galerion nicht. Er hat in seinem Leben viele große Dinge erreicht. Ja, ich sag's mal so, seine Kraft habe ich noch nie unterschätzt, aber sein großes Ego leider auch nicht. Hallöchen. Ihr müsst all diese Leute gerettet haben. Wir waren Teil von Vanos Galerions Gruppe, bevor alles auseinanderfiel. Wir wissen zu schätzen, was ihr für uns getan habt. Seid ihr alle, die es zurückgeschafft haben? Wir vier hier, ja. Wir waren einmal viel mehr, aber... Nun, ihr habt ja selbst gesehen, wie es dort draußen ist. Selbst unser vielgerühmter Anführer ging an die raue Ebene von Kalthafen verloren. Wir sind alle, die es zurückgeschafft haben. Ich habe Vanos Galerion gerettet. Er möchte mit euch allen sprechen. Was? Ihr macht wohl Witze. Ich habe gesehen, wie er fortgeschleift wurde. Es ist einfach unmöglich, dass sie ihn am Leben gelassen haben. Ihr müsst ihn mit jemand anderem verwechselt haben. Es gibt keine andere Erklärung. Ich mache keine Witze. Er sollte jeden Augenblick hier sein. Ah, alter Freund. Ich dachte schon, wir hätten euch verloren. Was? Das kann nicht sein. Wie schön, euch alle wiederzusehen, meine Freunde. Ich bin froh, dass wir es sicher hierher geschafft haben. Vanni, ihr lebt. Das ist wundervoll. Ach, meine liebe Nalia. Mein Herz ist entzückt bei eurem Anblick. Ja, es geht mir gut. Wo habt ihr gesteckt, alter Freund? Versucht ihr, den Krieg ganz alleine zu gewinnen? Ja, schon. Doch ich hatte ein kleines Problem. Aber unsere Freundin hier tauchte auf und griff mir unter die Arme.
Nun, dann gebührt euch unser Dank. Ich bin nicht sicher, ob wir ohne Vanus hätten weitermachen können. Kopf hoch, Nalia. Ich bin ja jetzt da. Aber unsere Mission ist noch nicht zu Ende. Wir müssen den ebenen Strudel zerstören und die Ebenenverschmelzung beenden. Habt ihr einen Plan, alter Freund? Ich weiß, was wir tun müssen. Aber ich weiß nicht so genau, wie wir das anstellen sollen. Wir müssen das mit der Kriegergilde besprechen. Wir müssen Kriegsrat halten. Ja. Können wir mit ihr nochmal reden? Dieses Gerede vom Krieg. Ich dachte, es wäre vorbei. Wir haben Vanus zurück. Warum können wir nicht einfach nach Hause gehen? Tja, weil da noch die Ebenenverschmelzung ist. Jetzt können wir hier, das nur so als kleinen Tipp, alles schön durchlesen und mitnehmen, was wir hier so holen können. Also was hier alles so rumsteht. Hier in dem Raum ist jetzt nicht allzu viel. Weil, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, in Kalthafen kann auch nicht gestohlen werden. Das heißt, ihr seht schon, ich habe schon wieder ein Rezept hier gefunden. Ihr könnt einfach alles looten, wo ihr so rankommt. Und klar, wenn ihr dann natürlich jetzt auch noch die Quest gemacht habt vorher und dann gerade in so einem speziellen Haus seid, in Anführungszeichen, wie jetzt hier, dann lauft ihr einfach ein bisschen durch, lootet das Ganze. Und ja, wie ihr seht, es ist jetzt auch jemand anderes auf die Idee gekommen, hier ein bisschen zu looten. Hier ist, glaube ich, so, naja, doch den Käse, den solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen, weil Käse ist gerade anfangs immer sehr rar. Am Ende habt ihr natürlich mehr als genug davon. Habe ich den schon? Ne, den habe ich noch nicht. Dann schauen wir draußen nochmal, aber ich glaube nicht, dass wir noch mit Meridia sprechen können. Ne, Meridia ist auch schon wieder weg. Dann würde ich sagen, dass das der perfekte Moment ist, um hier nochmal einen kleinen Cut zu machen. In der nächsten Folge gehen wir dann, das ist jetzt eine gute Frage, wo gehen wir denn am besten hin? Ich würde sagen, dass wir erstmal die Hauptstories machen. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir hier zum mondlosen Gang gehen. Sprich, wir werden hier auf der Seite rauskommen. Das können wir erstmal übersehen, sag ich mal. Und dann hier zum mondlosen Gang, zu diesem Symbol. Weil das gehört nämlich zu den Sachen, die ihr auf jeden Fall gemacht haben müsst. Und ich versuche, alle Sachen zu machen, die ihr gemacht haben müsst. Und dann werde ich nochmal so ein paar Nebenquests machen, damit ihr seht, was ihr da noch freischalten könnt. Ja, damit halt eine größere Armee, sage ich jetzt mal, mit euch mitkommt. Die Armee von Meridia. Ja, dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.